Im Herzen von Zwickau liegt das ehemalige Königliche Krankenstift, der Austragungsort der Industriebrachenumgestaltung 2020, kurz IBUG. 1845 als chirurgisches Zentrum errichtet, war das Krankenhaus bis in die 1920er Jahre in Betrieb. Nach verschiedensten Nachnutzungen steht das Gebäude seit Ende der 90er Jahre leer. Im Rahmen der Corona-bedingten Sonderedition wurden zu IBUG statt der üblichen über 100 KünstlerInnen in diesem Jahr nur 19 eingeladen, den Ort mit urbaner Kunst zu neuem Leben zu erwecken. Begleitet uns nun auf unserem virtuellen Rundgang durch die IBUG. Der Boden reißt auf. Ein grüner Energiestrahl schießt heraus und scheint die Fassade des Hauptgebäudes zu durchbrechen. Die zweiteilige Installation der Freizeitgruppe Gestaltung aus Glauchau beginnt mit diesem Paste-up im Außenbereich und setzt sich im Inneren des Erdgeschosses fort. Der Energiestrahl materialisiert sich in einem Ahornbaum, der mitten im Raum Beton und Parkett durchbricht. Isa, Jan und Zone veranschaulichen damit die schiere Macht der Natur, sich von Menschen geschaffene und verlassene Räume zurückzuerobern. In welchem Zustand Menschen diese Räume oftmals zurücklassen, thematisiert Zone auch als Einzelkünstler in verschiedenen Arbeiten. Eine seiner Installationen besteht aus neuwertigen, teils noch mit Preisschildern versehenen Handtaschen, die in großer Zahl in der Brache gefunden wurden. Zone, der übrigens als einziger Künstler Teil aller vergangenen IBUG-Festivals war, arbeitet nicht nur installativ. Seine Wurzeln liegen im klassischen Graffiti. Zones Skills im Umgang mit der Dose zeigen sich eindrucksvoll in seiner Darstellung des Planeten Mars im ersten Obergeschoss. Ein riesiger, schwarzer Käfer krabbelt an der Wand des Treppenaufgangs. Mit der Kette und dem Rubin wirkt das Insekt nahezu wie ein Schmuckstück und kontrastiert seine Umgebung aus herabhängender Tapete und bröckelndem Putz. Der in Acryl gemalte Rubinkäfer ist das diesjährige Hauptwerk der Leipziger Illustratorin und Malerin Elisabeth Wolf. 2020 hat sie sich intensiv mit Insektenstudien auseinandergesetzt. Die IBUG bildete für sie den idealen Rahmen, diese Inspiration großformatig umzusetzen. Komplettiert wird das Werk durch weitere, skizzenhaftere Käfer im Außenbereich. Das Werk des Frankfurter Malers und Skulpturenbauers Guido Zimmermann zieht seine Dynamik zeitgleich aus der Architektur des Raumes und dem Inhalt des Bildes. Die Malerei im Flur der ersten Etage verlässt den zweidimensionalen Raum und erstreckt sich über Fußboden, Wände und Decke. Zwei Unendlichkeitssymbole in Grün und Gelb kreuzen einander und spielen sowohl auf Wiederkehr als auch den Kreislauf des Lebens an. Rennhunde scheinen über die Farbstreifen zu rasen und beißen sich dabei ironischerweise fast in den Schwanz. Seit 4 Jahren wird die IBUG begleitet von den farbenfrohen, comichaften Wandbildern des gebürtigen Franco-Kanadiers Yves Paradis, der seinen Lebensmittelpunkt aktuell in Halle hat. Das Bild ist jedoch nicht das eigentliche Kunstwerk, sondern nur ein Schritt auf dem Weg zum Animated Graffiti in Stop-Motion-Technik. In starkem Gegensatz zur fast kindlich naiven Formsprache steht die Ernsthaftigkeit der hier behandelten Thematik. Die niedlichen Figuren symbolisieren Ressourcen und Genussmittel, die von Menschen gedankenlos und kontinuierlich vernichtet werden. Daran anknüpfend wirft seine zweite Arbeit folgende Frage auf: In welchem Zustand wollen wir den nachfolgenden Generationen unsere Erde übergeben? Ein Mix aus großformatigen Porträts, dokumentarischen Detailaufnahmen aus dem urbanen Raum und offiziellen behördlichen Dokumenten zeigen einen Auszug aus der Serie Heroine – A Love Story. Die Bilder des Fotografen und Paste-Up-Künstlers Gino Dambrowski aus Gera ziehen uns schonungslos in die Drogenszene rund um den Hauptbahnhof Hannover. Hier lebt die obdachlose Nicole, die Gino über ein Jahr lang mit der Kamera begleitet hat. Die schwer zu ertragende Konfrontation mit dem Alltag einer Heroinsüchtigen gipfelt in der Begegnung mit ihrem Dealer in Form eines 100 Quadratmeter großen Banners über dem Haupteingang des Gebäudes. Gino zwingt uns, unseren Blick auf das Leben am Rand der Gesellschaft zu richten, vor dem wir im Alltag gern die Augen verschließen.
Auf dem Weg durch das Treppengewölbe in die zweite Etage werden wir von 6 Augen argwöhnisch betrachtet. Wir werden Zeuge eines Kampfes zwischen einem schuppigen grünen Reptilienwesen und zahllosen kleinen Figuren, die teilweise auf libellenartigen fliegenden Wesen reiten. Das Leipziger Künstlerduo Superfreunde zieht uns in gewohnter Kleinteiligkeit und mit viel Liebe zum Detail in die von Drachentötergeschichten inspirierte Szenerie. Holztafeln mit weiteren Details und eine grüne Wand erweitern das Bild in die umliegenden Räume. Mit dem Titel Die Rückkehr knüpft das Werk an eine Arbeit der Superfreunde auf der E-Book 2017 in Chemnitz an. Ein nackter, regungsloser Körper liegt auf dem Boden des Korridors in der zweiten Etage. In ihrer Installation vereint das Künstlerinnenkollektiv Eusebia Lehe aus Plauen gleich mehrere Symbole, die für sie einen Neuanfang kennzeichnen. Die Gipsfigur ist umgeben von unzähligen roten Feld- und Wiesenblumen, die vom Körper ausgehend über Wände und Decken in den Raum zu wachsen scheinen. Über der Skulptur fliegen aus Papier geformte Krähen. Die Vögel treten hier als Begleiter der Seelen zwischen den Welten auf. Die Körperhaltung der Figur entstammt dem Yoga und wird Shavasana genannt. Eine Position, in der man zu sich selbst zurückkommt und neue Energie schöpfen kann. Am Ende des Flurs in der zweiten Etage schaut uns ein Krokodil mit großen Augen aus dem Wasser heraus an. Das Wandbild ist der erste Teil der diesjährigen Arbeit von Uda und Schindel bzw. Clemens und Caro. Die Schwarz-Weiß-Serie setzt sich fort in der Darstellung von Pobacken, die ebenfalls aus dem Wasser schauen. Das Treppenhaus wird abgeschlossen von einer Rotunde. Die Fenster wurden geschlossen und der Raum komplett schwarz gestrichen. Der Schriftzug Why not just give up? Warum nicht einfach aufgeben? Ist inspiriert von einem Internet-Meme. Der stark vereinfachten Figur steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Das hält sie jedoch nicht davon ab, Smartphone und Zigarette festzuhalten. Die Malerei spielt auf verschiedene Themen an, wie etwa den Klimawandel oder das Verhalten von Menschen in Krisenzeiten. Eine weitere mögliche Lesart ist Konsumkritik, die sich bestätigt sieht im vierten und letzten Teil des Werkes im Dachgeschoss, in dem eine Markenhandtasche im Wasser treibt. Im schummrigen Licht werfen groteske Gestalten ihre verzerrten Schatten an die Wände. Den skalpellartigen Klauen dieser verschrobenen Mediziner möchte man lieber nicht ausgeliefert sein. Mit ihrer Rauminstallation aus Holzfiguren, Möbeln und anderen vorgefundenen Objekten sowie Wandmalereien versetzen uns Gunther Schumann und Sophie Mildner in die Perspektive des Patienten. Der Patient ist in diesem Fall ein Hund, dem Organe eines Menschen transplantiert werden sollen. Die morbide Szene entstammt dem Roman »Das hündische Herz« von Michail Bulgakov. E-Book-Fans erkennen auf den ersten Blick den Künstler der rosa-schwarz gestalteten Wände im ersten und zweiten Stock. Die Verwendung dieser zwei Farben in Kombination mit grafischen Elementen und Körperteilen, die in ihrer Darstellung stark reduziert sind, ist typisch für den Leipziger Tattoo-Künstler Peter Farr Junior. Das Werk im zweiten Stock trägt den Titel »Wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen« in Anlehnung an Lenin und dessen Beschreibung einer revolutionären Situation. Die Arbeit lädt zum Perspektivwechsel ein und zollt dem liebsten Kind der Zwickauer Tribut. Stellt man das Bild auf den Kopf, verbinden sich die einzelnen Teile. Aus einem Kreis wird ein Scheinwerfer, aus einem Halbkreis ein Radkasten, aus einer Linie die Andeutung einer Windschutzscheibe, der Trabant. Auch an der Außenfassade finden wir eine Arbeit von Peter Farr Junior. Das in zwei Figuren unterteilte Werk trägt den Titel Stillere Post 2020. Seit 2017 begleitet die Ente Pato Fluff mit ihren ironischen Kommentaren die E-Book. Seitdem wächst ihre Fangemeinde. Auch wenn ihr Schöpfer K-Fang Spy, a.k.a. Robin Kowalewski, 2002 in Chile weilte, hat es sich Pato Fluff nicht nehmen lassen, gemeinsam mit einem neuen Freund aus dem Pinsel von Peter Farr Junior auf dem Festival in Zwickau vorbeizuschauen. Zerstörte Möbel, kaputte Fenster, ein komplett mit Glasscherben bedeckter Boden. In einem Eckzimmer der zweiten Etage bietet sich uns ein Bild kompletter Zerstörung. Mit voller Wucht konfrontiert uns Benjamin Hahn alias Element Art in seiner Installation mit der Fragilität unserer Lebenswelt.
Beeinflusst von der Explosion in Beirut im August 2020 und tief bewegt von dem Gedanken, dass innerhalb weniger Augenblicke tausende Menschen ihr Heim verloren haben, entstand diese Arbeit. Der Raum kann aber auch vielfältige andere Assoziationen wecken, wie etwa häusliche Gewalt. Fast alle Gegenstände in dem komplett eingerichteten Raum, eine Küchenzeile, Tische und Stühle, Geschirr, ein Kleiderständer, hat Ben im verlassenen Krankenstift gefunden. Wie lebt es sich in einer Stadt? Was passiert mit uns in diesem täglichen Strudel von Reizen? Solche Fragen stellt die mobile Ausstellung City Loops. Sie besteht aus Skulpturen und 21 einmal 1 Meter großen, flexibel montierbaren Holztafeln. Die bemalten Tafeln zeigen alltägliche Szenen einer Großstadt. Das Projekt ist Gunter Schumanns Diplomarbeit, in der er sich mit dem Leben des Menschen im urbanen Raum und dem Konzept der Nichtorte beschäftigt. Nichtorte sind Stadträume, in denen wir uns zwar regelmäßig aufhalten, zu denen wir aber keine persönlichen Beziehungen besitzen. Bahnhöfe, Straßenkreuzungen und Treppenhäuser sind Durchgangsräume, in denen wir anonym bleiben und an denen wir nicht länger als nötig verweilen. Zwischen dem U-förmigen Hauptgebäude des Krankenstiftes und der umliegenden Randbebauung schwebt in 8 Metern Höhe ein filigranes, mobili-ähnliches Gebilde. Bei genauer Betrachtung sieht man, dass es sich um 64 einzelne Metallgitter handelt, paarweise in einer anderen Farbe. Je nach Blickwinkel, Tageszeit und Witterung ändert sich die Intensität der Farben. Der Farbverlauf jedoch täuscht den Augen einen in sich geschlossenen Körper vor, der sich leicht mit dem Wind bewegt. Die Installation des Künstlers Tomislav Topic, Teil des Duos Quintessenz aus Berlin und Hannover, reiht sich nahtlos ein in deren künstlerische Auseinandersetzung mit der Frage, wie kann man Farbe zum Inhalt eines Kunstwerks machen? Der Innenhof des Hauptgebäudes wird dominiert von der grafischen Schwarz-Weiß-Arbeit von Elias Lorry und Gregor Gogolek. Auf den ersten Blick prangen auf zwei gegenüberliegenden Wänden über 3 Meter hohe Quer- und Längsstreifen. Eine scheinbare Parallelität der Linien und ein 1:1-Verhältnis von Linien und Flächen unterstützt diesen Eindruck zusätzlich. Bei längerem Betrachten fallen jedoch Unregelmäßigkeiten auf. In ihrer Perspektive völlig verzerrte Buchstaben werden sichtbar, die die englischen Begriffe Passive und Progressive ergeben. Die Künstler brechen mit Sehgewohnheiten und entwickeln Schrift- und Buchstabendarstellung weiter. Matthias Köhler, besser bekannt unter seinem Pseudonym Lumit, zählt zu den Wegbereitern des Graffiti in Deutschland. Seit Anfang der 80er Jahre aktiv, gehörte er zu der Crew, die 1985 den ersten Hole Train in Deutschland bemalt hat. Auf der Giebelwand des Hauptgebäudes der diesjährigen E-Book verbindet er Malerei und Installation. Eine Frau, zu deren Füßen zwei Krokodile liegen, trägt ein Kleid und Stiefel aus altem, unechtem Handtaschenleder, Fundstücke aus dem Gebäude. Die Wespe, die drohend über ihrem Kopf schwebt, hat Flügel aus alten Stadtplänen. Die Dame wehrt sich gegen das Tier und scheint dabei erfolgreicher als so mancher aus dem Team der E-Book. Aufgrund des Denkmalschutzes konnten in diesem Jahr keine großen Fassadengestaltungen, die sogenannten Murals, auf dem Gelände des Krankenstiftes gemalt werden. Fußläufig, circa 8 Minuten entfernt in der Seilerstraße, hatten zwei Künstler jedoch die Möglichkeit, zwei große Wände zu gestalten. Früher als Verwaltungsgebäude der gegenüberliegenden Seilfabrik genutzt, beherbergt die Hausnummer 1 heute einen Club. Die Rückseite ziert nun ein Wandbild vom Frankfurter Künstler Guido Zimmermann und dem Münchner Graffiti-Artist Lumit. Vom linken Bildrand des 12 Meter langen Werkes stürmt ein Stier in die mit Kakteen gespickte Prärie. Diese Dynamik setzt sich auf der rechten Seite fort, auf der ein strickender Cowboy den Halt auf seinem galoppierenden Pferd verliert. Das Image vom harten und naturverbundenen Alltag des Cowboys wird durch die Stricknadeln in seinen Händen gebrochen und spielt zugleich auf die Geschichte der Textilindustrie in Zwickau an. Nähert man sich dem Werk, entdeckt man, dass die Kakteen mit Strickwaren verziert sind. In Verbindung mit dem Schriftzug Cowboys in Street Art eine augenzwinkernde Anspielung auf das sogenannte Urban Knitting. Direkt hinter dem Club steht die Kulturweberei. Heute ein Kreativort für eine Vielzahl von Kulturschaffenden und Gewerbetreibenden in Zwickau.
Die 25 Meter lange und 14 Meter hohe Wand war aufgrund ihrer Oberfläche aus Ziegelstein und dem alten Wein an der Fassade eine besondere Herausforderung. Guido Zimmermann und Lumit ist es allerdings gelungen, hier die vergangene und gegenwärtige Nutzung des Gebäudes zu verbildlichen. Auf der linken Seite sieht man einen sepiafarbigen Webstuhl, sinnbildlich für die Nutzung als Weberei und Textilfabrik ab 1900 bis in die 90er Jahre. Der Webstuhl geht nahtlos in drei Tuben über, deren Klänge sich in Farbstreifen bis auf die linke Seite des Bildes ausdehnen und in der Darstellung von zwei Schafen enden. Wenn die Schafe nochmal die Textilgeschichte aufgreifen, steht die Tuba für Musik, die heute sowohl im Club als auch der Kulturweberei eine große Rolle spielt. Auf der rechten Seite ordneten die Künstler die willkürlich angebrachte Beschilderung durch symbolhafte Malereien, die die heutigen Mieter repräsentieren und das Werk abrunden.